Sorry Leute, ich hab mich verquatscht. Huch, wo bin ich denn? Irgendwas ist durcheinander. Eigentlich sollte ich woanders sein. Hallo Matti, hallo Fabo, hallo Fadinoob, hallo Asketolus. Schön, dass ihr Wenn da du weißt, seid. wer du bist und wer wir sind, ist doch alles gut. Da ist es wo schon gar nicht mehr so wichtig. Aber das soll nicht so. Warum ist das so? Sekunde. Ich sollte eigentlich irgendwo hier sein und auch etwas größer. Hoffentlich bin ich nicht zu groß. Zack. Eigenen Stream verlaufen. Küt vor. So. Und mit dabei, genau. Hallo Claudia. Hallo Frank. Hallo. Hallo Ben, das ist, wenn man alles eins zu eins vorliest, ne? Kriegen wir hin. Hallo. So. Hallo Hirnblutung. Im nächsten Leben flattere ich von Blüte zu Blüte. Also. Stell mir gerade Waldeck vor, flattert elegant wie ein Elefant von Blüte zu Blüte. Bums! Ich habe mich schon für Katze entschieden. Gottkomplex habe ich schon, da muss ich gar nicht viel umstellen. Bums! Von Blüte zu Blüte. Ihr seid lecker. Und apropos lecker. Ich dippe wieder. Diesmal lasse ich den Spekulatius nicht in die Tasse fallen. Wetten das doch. Ist mir am Montag passiert. Das war eine Sauerei. Genau. Ach, doch nur ein bisschen. Ja, das war fies, wenn du dann auf dem Boden ankommst und hast diesen. Ich möchte die Konsequenz möchte ich nicht beschreiben, aber sie ist fies. Ben hat eine Flotte aufgemacht. Habt ihr das mitgekriegt? Huch, das ist auch verschoben. Vor allem ist der Text durchsichtig, das ist doof. Also, warum ist meine Kamera denn verschoben? Und unten fehlt auch ein Stück. Kann doch nicht sein. Keine Ahnung, was du gemacht hast. Scheint sie da irgendeinen Patch. Ach, doofes Windows. Hust. Nee. Aber, Moment. Fehlt oben auch was? Nee, oben ist alles da. Dann ist nur meine Kamera verrutscht. Warum auch immer. Ich habe kein Update eingespielt, auch wenn ein Update für macOS gekommen ist. Sieht irgendwie scheiße aus, ne? Bisschen. Danke. Mal wieder gern. Also irgendwie fehlt da auch ein Stück. Nee, links ist alles da. Rechts. Oh, rechts fehlt auch was, ne? Sekunde, da fehlt jetzt noch mehr, da kommt aber nichts rein. So, das müsste aber jetzt stimmen. Naja, von deinem Kopf fehlt aber auch noch ein bisschen was. Bisschen Schwund ist überall. Also, warte mal, wie wurde das denn noch gleich gemacht? Das sollte doch eigentlich gar nicht so aussehen. Warte. Wie habe ich das gemacht? Moment. Ich komme noch nicht mal. Ja. Andere Auflösung. Nee, habe ich nicht eingestellt. Warte mal. Klar. Wo habe ich das denn hinterlegt? Kameraquellen. Supi. Muss jetzt nur die richtige Tastenkombination treffen. Gleich viel besser. Das muss besser.
So. Gucken wir mal. So, machen wir das mal zu. Gehen zurück auf. Sieht doch gleich viel besser aus. Irgendwas hat mir die Kameraquelle zerschossen. So, sieht das denn jetzt so überall aus oder nur bei... Na, guck mal, das sieht doch schon wieder viel besser aus. Meine Arme, wo sind meine Arme? Wo sind meine Hände? Da sind sie, Entschuldigung. Wenn auch nicht mehr so geradlinig? Was geht denn los, was meinst du? Ups, das ist der falsche, da wollen wir hin. Ich bin ein bisschen versetzt, ich verstehe das, aber das muss jetzt so bleiben. Okay, Single Malt. Hier machen wir den hellen Hintergrund aus, weil das kann ich ja auch verkleinern. Ich experimentiere gerade so ein bisschen mit dem, wie das bei mir aussieht. Ich habe da so ein paar Sachen verschoben. Das seht ihr gleich, wenn wir fliegen. Hirnblutung ist auf dem Weg. Claudia, möchtest du nicht mal wieder mitfliegen? Warum geht das Fenster nicht weg? Ich mache mal was anderes. Okay. Ben, wo sind wir? In Twink. Ich bin, glaube ich, 5 oder 6 Jumps und mache ein paar Mining-Missionen. Single Malt krümmt seine Flugbahn. Okay. Aber Hirnblutung ist auf dem Weg. Ich kann gerne beitreten, nur dann halt leechen. Also, mich hat ein jung EVE-Streamer angeschrieben, er möchte gerne EVE Online streamen. Hast du geschrieben, lass es. Du wusst. Nee, ich motiviere grundsätzlich die Leute dazu, vor allen Dingen EVE Online zu streamen. Ich spüre es sofort und fühle mich nicht wie Superman. Sorry, es liegt in den Genen. Nein, er fragte und er wollte EVE Online streamen. Ich gesagt, kannst du gerne machen. Dir muss aber klar sein, dass du mit dem Chat interagieren musst. Du musst die Leute gezielt ansprechen. Und wenn du alleine für dich redest, rede klar und deutlich und mummel dir keinen in den Bart. Hallo, Hirnblutung. Er hat's geschafft. Und weil er meinte, ja, reden wäre nicht so sein Ding. Ja, ich sag, aber streamen ist Interaktion. Ich sag, musst damit rechnen, wenn du nur einen Zuschauer hast, dass du das selbst bist. Und dann erzähl doch einfach, was du machst. Welchem Schiff du fliegst, warum du es fliegst, was für Vorteile es hat. Warum diese Erze und gerade keine andere? Warum in dieser Reihenfolge, wenn du da das Bild abgräbst? Welche Vorteile welche Erze haben, wie du sie verwenden willst? Ich bin mal gespannt. Und er wollte in Deutsch streamen. Smash, grüß dich. Bist du noch nicht durchs erste Gate durch? Doch, das ist offen. Oh, danke. Ich weiß ja noch nicht mal, welche Mission es ist. Massiver Angriff. Ach so. Da ist die erste Zeit nur Deko. Okay. Hola, Smash. Genau, Matti. Matti begrüßt alle Leute freundlich. Aber zeig doch mal, wie du dein Color Scheme geändert hast. Gerade eben. Ach so. Kann ich machen. Oh, ich wollte da gerade eine Torte abschießen. Da funktioniert das Skript wieder nicht. Okay. Ben hat hier im Waldeck-Channel. Ditta,
das da diesen Theme Code, also diese quasi Hex-Codes für Farben, oder wie heißen die? Genau. Gepostet. Könnt ihr euch rausfischen. Da sind sie nochmal. Und wir haben jetzt die Möglichkeit unter Benutzeroberfläche, ich finde die Überarbeitung gut, ihr seht, bei mir ist auch Huge für die Schriftgröße eingestellt. Hier unten ein neues Theme erstellen. Und da kopiert ihr einfach diese, die ihr habt, hier rein. Mache ich jetzt nicht, weil ich sie nicht im, habe ich sie im Zwischenspeicher. Aber ich habe sie ja sowieso schon drin. Da einfügen, dann anwenden oder direkt speichern und dann in der Übersicht auswählen. Ich habe auch geguckt, wann es ausgewählt ist. Jetzt ist es nie ausgewählt. Jetzt ist es ausgewählt. Wenn es da drin so steht, hat Ben gesagt, ist alles weißer als weiß. Was schwarz sein muss, schwarz. Was halt den Kontrast beim Lesen erhöht. Und zum Beispiel bei so durchsichtigen Schichten das Lesen auch einfacher macht. Und wenn man sich weniger anstrengen muss, also seine Augen mal länger Konzentration. Was noch ein bisschen buggy ist, kann ich jetzt schlecht zeigen. Wenn ihr das Missionsfenster habt, dann ist links, wenn ihr Huge eingestellt habt in diesen Benutzereinstellungen, dann ist die linke Seite schön groß und die rechte Seite ist murksig klein. Kann man leider nicht ändern. Ich habe es aber schon an CCP weitergegeben. Denn wenn man hier unten zum Beispiel den Farbenblindmodus auswählt, egal welchen, und scrollt dann noch weiter nach unten, da habt ihr unten den Text. Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta. Wir freuen uns über jegliches Feedback über diese Umfrage. Dahinter ist eine einfache Umfrage, in Englisch natürlich. Und da könnt ihr reinschreiben, was euch wichtig ist, wenn ihr keinen Farbenblindmodus habt. Einfach reinschreiben, was euch wichtig ist, was euch die Sicht vielleicht erleichtert. Wenn ihr das ausmacht, ist die Umfrage auch nicht da. Ich habe darüber mein Feedback gepostet. Und habe meinen Namen da reingeschrieben. Einfach mal ganz dreist. Was zum Schiff sitze ich überhaupt? Ach so, in Spatula. Und da habe ich einen Kontakt bekommen, mit dem ich darüber reden kann. Oder schreiben kann. Hallo Jamaika, Niklas, magst du Jamaika rum oder? Ich frag so. So. Kann jemand von euch die Schiffe da hinten erreichen? Nö. Dann schieße ich mal auf sie. Einmal. Und fliege rüber. Bleib doch da, die kommen doch. Das dauert aber. Ja und? Hast du noch was vorhat? Eigentlich nicht. Claudia, hast du noch was vor? Sie kommen. Nö. Dann machen wir uns einen schönen Abend. Mit Gewürzspekulatius. Gedippt. Genau. In schwarzen Tee. So. Mommel. Hey, da kann schon jemand treffen. Ich muss bis auf 84 Kilometer warten. Egal, nimmt alles mit. Kann ich es aufschalten? Smash. Naja, ich habe 100 Kilometer Aufschaltung, aber lächerliche 58 Reichweite. Ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Hauptsache, die Onkels kommen langsam angeflogen. Komm, den schieße ich auch mal an, damit er sich bewegt.
Den wollte ich haben. Ah, er kommt schon. Smash, es ist der 1. Dezember und ich habe das erste Türken aufgemacht, wie man bei uns sagt. Das hat jetzt nicht mit den zugewanderten Türken zu tun, aber bei uns heißt das Türken. Mach mal da Türken auf. Das Türchen aufmachen. Das sollte keine Abwertung sein. Wir sind alle EVE-Spieler und gehören damit einer der einzigen Fraktionen an, die verbindet. Wir sind EVE-Online-Spieler. Woher wir kommen, ist egal. Grüß dich, Helvaris. Wie geht's dir? Lasst mir auch einen über. Alles macht er mir kaputt. Alles wird zerschossen. Ah. Mir ist aufgefallen, Ben. Viele EVE-Streamer maskieren ja ihre Position. Das ist ja auch okay. Ich finde das immer nur blöd, wenn wirklich selbst hier ist was geblurrt und du hast im Prinzip nur so ein kleines Fenster in der Mitte, sagen wir mal jetzt so ein bisschen knapp nördlich um das Schiff rum, sonst siehst du nichts. Finde ich immer ein bisschen wenig. Jetzt gleich, er ist bei 96 Kilometer. Komm, noch 10 Kilometer und schaff dich. Bald ist Wochenende, denn heute ist Wochenende. Das fängt an mit Feierabend. Ich hoffe, du hast Feierabend. Niemals vorher, Smash, okay. Du mir die jetzt wirklich über? Ich meine, ich finde das toll. Ja, soweit alles im grünen Bereich. Wieder. Zwischendurch im Sommer war es mal richtig gruselig mit mir. Aber. Aber nur ein bisschen, ne? Ein bisschen sehr. Fand ich zumindest. Also ausgebrannt. Und zu viel Schmerzmittel, das funktioniert nicht so gut. Jetzt ist besser. Die Farbcodes, die im Chat stehen, ne? Bei mir ist das aber nicht weiß, sondern blau, warum auch immer. Das sind Farbenblindmodus noch eingestellt, ne? Tada! Ja. Ich habe den auch schon genutzt, weil ich habe immer das Problem, wenn ich eine Route einwähle, in der Overview sehe ich dann nicht, dass das gelb ist. Irgendein Gelb. Und dann muss ich mal gucken, was ist denn jetzt die Route? Welches Gelb muss ich denn jetzt? Finde ich auch ein bisschen weird. Wenn ich dafür eine Lösung hätte. Ja, ja. Ich habe mein Kräuterchen, also. Und ich habe die Bestätigung der Kostenübernahme durch die Krankenkasse inzwischen. Finde ich cool. Ja. Wurde auch Zeit, dass sich da was ändert. Also meine Birne funktioniert deutlich besser ohne dem Hydromorphon. Kann Ben Bücher drüber schreiben. Egal welcher Farbblindmodus? Hm? Ist das egal welcher? Wofür? Wenn du ihn ausschaltet, ist er aus. Ja, weil du
bei den Einstellungen die ersten zwei Felder, wo du richtig weiß hattest, dann das eine schwarz und das letzte auch weiß. Das ist das, was Ben eingestellt hat. Dieser Farbcode hier, das kannst du einstellen, indem dass du hier ein neues Theme erstellst. Ja, aber ich habe das eingegeben, genau die Farbcodes, die ein Chat gepostet hat, ich habe da was ganz anderes. Ja, du musst aber auch die dann anwenden, weil sonst nimmt er ein anderes Random Theme. Hab ich und trotzdem hat das nicht genommen. Farbenblindmodus ist aus. Also aus wie aus, aus. Ja. Ist aus. Und hier hast du einen hellen Balken drüber, über meine angepassten Themes. Also nicht da oben irgendwo, sondern da. Wenn du sagst mal Bescheid, wenn ich sterbe. Ja, weiß, weiß, schwarz, weiß. Ich habe mir dafür extra was Neues erstellt und habe das da reinkopiert und trotzdem nimmt er das nicht. Dann mach doch einfach ein neues. Hab ich doch schon. Und das hat er nicht, zeig ich da nicht an. Nein, das hat er nicht so übernommen. Da müsste Thomas dann mal wieder bei dir gucken, was hoffentlich nicht schlimm ist. Hubert von Bux. You're welcome. Ja, der überlegt gerade, ob er 9 Sprünge machen soll, um herzukommen oder nicht. 9 Sprünge, das ist doch wohl ein Katzensprung. Darf ich die auch anlocken? Warum ist alles so weit weg hier? Ja, das ist Kurzwaffendiskriminierung. Hä? Was ist das für eine Mission? Ein massiver Angriff. So weit auseinander? Ja. Ich schnapp mir die an den heißen Düsen und lock sie her. Genau, Helvarius, solange es den Schmerz nimmt und mir gut tut und der Alltag funktioniert, ist es super. Das ist richtig. Wie war das noch gleich? Ab nächstes Jahr darf man 25 Gramm gratis haben, ohne dass man Schwierigkeiten mit der Polizei kommt. Ich meine, meinen schwarzen Tee darf man ja eh so transportieren, also haben. Ihr wisst, was ich meine. Das Ding ist noch nicht durch den Bundestag durch. Ja. Und vor allem glaube ich nicht, dass es durchgeht. Es wird spätestens mit irgendwelchen EU-Geschüssel geblockt. Das glaube ich nicht. Ich halte die Hoffnung hoch. Michael, danke für die 100 Bits. Ich glaube, dass die CDU da ganz andere Hoffnungen hat als du. Ich sag nur eins. Es fehlt Geld in der Kasse, macht Cannabis legal und erlegt eine leichte Steuer drauf. Wie bei Tabak. Wie beim Alkohol. Und schon habt ihr 60 Milliarden im Topf. Nee, wir kürzen lieber bei den Sozialausgaben. Das ist viel einfacher. Also ich werde dir helfen. Ich hab, die FDP möchte das gerne. Das kriegen sie nicht so einfach durch. Ich habe auch schon einen Brief geschrieben an diverse Stellen in Berlin. Ist ja schön und gut, dass sie bei den Sozialausgaben einsparen wollen, aber weißt du, der größte Fehler, den sie damals je gemacht haben, war Sozialhilfe und das ehemalige Hartz IV zusammenzulegen. Dass alle im Endeffekt dasselbe kriegen, weil es gibt nämlich eine Gruppe, die in Rente ist und Sozialleistungen bezieht und Leute, die so krank sind und genau dieselben Leistungen beziehen. Richtig. Finde ich, ist schon eine Schweinerei. Wie wollen sie das denn bitte schön kürzen dann? Gerechter machen. Da sind nämlich alle von betroffen. Ja, es wird ganz groß einfach alles in einen Topf beschmissen, dann wird
die Sahne abgezogen und der Rest bekommt den Rest bekommt den Satz. Zu Ende? Jo. Okay. Hätten sie nie machen dürfen. Ja. Aber man konnte doch Geld sparen und gewährt hat sich doch auch keiner. Ist nicht wahr. Ich beschwere mich immer. Ich rufe auch in Berlin an. Aber so, ich sag mal so, vereinzelte Stimmen mit gewährt meine ich so Frankreich, weißt du? So, wenn Berlin brennen würde mit Autos und Mülltonnen und sich 2 Millionen Leuten auf der Straße, das wäre gewährt. Ja, aber in Deutschland geht es nur so, dass man den armen Leuten, die sich nur Kleinwagen, rostige Kleinwagen leisten können, dass der schwarze Mob durch die Straßen zieht und selbst diese Autos anzündet. Stelle sich die SUVs aus der Parklücke rauszuziehen und zu sagen, jo, Großverdiener, den fackeln wir ab. Aber lasst uns nicht zu sehr über Politik reden. Es macht einfach auf die Dauer salzig. In der Schweiz ist schon länger bis 20 Gramm. Ja, bei den Gramm ist das immer schwierig. Ich glaube, das war bei uns auf 25 Gramm angedacht. Aber nur getrocknet. Aber du darfst 3 Pflanzen haben. Und wenn du da erntest, kommst du immer über 25 Gramm runter, weil das Zeug getrocknet ist. Ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Und da haben sie wohl nachgebessert. Aber wie das letztendlich ausgeht, wahrscheinlich wird das Hornberger schießen. Ich sehe das eh kaum, dass es auf Raucherclubs rausläuft. So wie es in Niederlanden ist. Dass du dort drin rauchen darfst. Und halt sonst nirgends. Muss man gucken. Muss man gucken. Also ich habe damals extra die Mitgliedschaft im Handverband, um die zu unterstützen. Außerdem ist der Vorsitzende ein Wuppertaler. Passt. Das war mir die 30 Euro im Jahr wert. Elvares Ausrufungszeichen Fittings? Hatten wir den Command? Ich weiß es nicht. Ich hatte einen neuen Bot einrichten müssen. Und nee, Fittings haben wir nicht, aber Könnte man mal. Kannst du dein wenn er mich lässt, ja. Wolltest du mal probieren, schadet nicht. Ich kann dir Torte anbieten. Wenn ich im richtigen Chat wäre, wo habe ich es geschrieben? Nirgendwohin. Viel Spaß damit. Genau, Talos. Viel Spaß mit der leckeren Torte. Ne? Tiefgefrorener Bienenstich. Ich hoffe, es verursacht keine Kratzer im Gesicht. Da krieg. Oh. Da krieg. Bin am Weg. Also ich finde so eine schöne Buttercreme-Torte so von unten nach oben ins Gesicht geschoben. Das Fiese ist, du kriegst das Zeug längere Zeit nicht aus den Nasenlöchern raus. Und Buttercreme in der Nase ist ungefähr wie Leberwurst in der Nase. Bäh. Das ziehst du hoch und schluckst es runter. Huh. Und was ist mit dem Krokant, was ich vorher drauf gestreut habe? Durchgezogen. Huh. Amy, grüß dich. Wie geht es dir? Warum den Zucker über die Blutbahn, wenn du es direkt ins Hirn ballern kannst? Oh. Durch die Nebenmühlen ins Hirn. Ich hatte gehört, es ging dir längere Zeit nicht gut. Ich hoffe, du hast... Ist auf dem besten Weg. Bist du schon dort oder machst du Staffelwarp? Ich bin noch im Warp. So für 30.000 Kilometer. Torte durch die Nase, ich weiß ja nicht. Wo stützt dich so durch? Wenn die Zuckersteuer kommt und es richtig teuer wird, dann wirst du es koksen müssen, den Zucker, weil sonst lohnt es sich nicht. So, jetzt Mann, ich hack mal 05er-System? Yep. Was ist Hack jetzt?
07er auf dem Weg zu 08, weil wenn es 08 ist, dann ist das, was ich prophezeit habe, was passieren wird, nicht mehr möglich und deswegen ist CCP gerade dran zu schummeln. Gib der guten Amy mal bitte ganz viel Liebe rüber und Grüße. Das machen sie übrigens auch mit den Dingens, mit der Arnon zum Beispiel für die Sister of Eve Epic Arc. Oh. Das verstehe ich aber nicht. Also Velore, Arnon, Parchenir und Bayer sind jetzt alle 08 und Heck ist auf 07 und wird wahrscheinlich auch irgendwann demnächst auf 08 hochgepackt. Okay. Warum? Weil du sonst aus dem Faction Warfare heraus die Systeme korrumpieren und zu Lowsec machen könntest. Was weder für die Sisters of Eve Epic Arc noch für den Minmatar Trade Hub so ziemlich cool wäre. Deswegen wird quasi jetzt geschummelt, damit es nicht mehr möglich ist. Okay. Ist immer eine einfache Mission. Nur 4 Schiffe, noch 3 Schiffe. Ja, der zweite Teil davon ist eklig. Dabei bin ich so schnell nachgekommen. Ach, da unten ist der Feind. Ich sehe ihn. Als die Ankündigung gekommen ist für die Korruption und die Mechanik klar war, ich habe die jetzt im Übersetzen ein bisschen vorher bekommen, und dann habe ich instant geguckt, welche Systeme sind davon quasi betroffen aufgrund von der Mechanik. So dieses Mehrschrittige habe ich ja in einem von den letzten Streams auch erklärt. Und hab dann Swift angenommen und gesagt, Leute, das funktioniert so nicht, ihr müsst da was tun, weil sonst Probleme. Und dann bin ich wie 2 Tage ignoriert worden. Und so, oh ja, ich geb's mal weiter. Dann ging es halt live. Dann hat auch Reddit gemerkt, so, oh, da kannst du ja richtig viel Spaß haben, wenn du da, wenn da Dinge passieren und du dumme Dinge tust. Und dann ist es wieder, okay, das haben jetzt doch mehr Leute gemerkt, als gut ist. Lass mal was dagegen tun. Smash hat es auch schön auf den Punkt gebracht. Wenn man die Komplexität seines eigenen Spieles nicht mehr im Griff hat, muss der Hersteller das Cheaten anfangen. Ja, das aber das mit dem 6-Status anheben, das haben sie ja schon ein paar Mal in verschiedenen Stellen gemacht. Also jetzt auch im Zusammenhang mit der ganzen Faction Warfare-Geschichte sind ja einige Systeme angehoben worden aus dem Low-Sec ins Null-Sec, ins Zahl-Sec, um da den Space ein bisschen anzupassen, damit der gefälliger ist von der Map her. Ich meine, es kann ja sein, dass der Heckmarkt sich dann nach Rains verschoben hätte. Ja, Ding wäre halt gewesen, dass wir dann halt in der High-Sec-Pocket gehockt wären. Deswegen ist es besser so. Und Heck ist ja auch Teil von der Arc. Also es geht nicht nur um den Markt, sondern auch, dass es halt ist auf Eve Epic Arc durchs Low-Sec wäre halt so semi, weil ja, wir alle kennen Leute, die dann da sitzen würden und andere wegschießen, ohne zu bedenken, dass Anfänger während der Epic Arc wegschießen verboten ist. Oh. Und dann bekämen die auf den Sack und würden dann rumheulen, warum sie auf den Sack bekommen haben, nur weil sie die Regeln nicht kennen. Naja, das war die Sache mit dem Schwund. Hirnblutung. Huhu, ist da. So, wir sind wieder Drink. Oh, okay. Wir sind wieder Twink. Wieso kann ich jetzt das... Ich wollte gerade das System linken, aber er lässt mich nicht. Hast du deinen Günstlingsstatus verloren? Telefon. Nee, ich habe eine dumme Maus. Das müsste Claudia gewesen sein. Mein Pfannenwender, Spatula. Und also
Einerseits ist es natürlich nicht so cool, wenn der Hersteller den Überblick verliert über Eve oder sein Spiel. Allerdings muss man bei Eve sagen, es ist halt echt alt. Ich glaube, es gibt kein Spiel, was nur annähernd so 10% so komplex ist wie Eve, weil halt sehr viele Dinge auch in die Historie quasi eingegangen sind, aber als Spielmechanik noch bestehen. Und da kann man sich sicherlich schon zugestehen, dass sie auf Hinweise von Spielern eingehen sollten. Tun sie ja. Oder müssen, weil sie halt einfach gar keine Chance haben, alles zu wissen. Ja. Ich erinnere mich an die Spaghetti-Programmierungen von vor 30, fast 40 Jahren. Wo Mitarbeiter so chaotisch programmiert haben, ohne Dokumentation, dass sie nicht entlassen werden konnten. Aber CCP hat innerhalb des Quellcodes ziemlich viel im Laufe der letzten 10 Jahre. Sie sind rehabilitiert weitestgehend. Also ich kenne das mit dieser Spaghetti-Code-Programmierung von einem Vater von einem Kumpel von mir. Der hat für die BASF die Anlagensteuerung programmiert. Und dann haben sie irgendwann festgestellt, so, ja, wir haben hier ein Team von irgendwie 6 alten Leuten, die halt sehr viel Geld verdienen. Und Leute, die Geld verdienen, sind immer doof, wenn du Gewinne maximieren möchtest. Also haben sie sich überlegt, wie sie die loswerden. Haben sie die mit riesen dicken Abfindungen dann in Rente geschickt oder in Vorruhestand. Huch. Und dann haben sie festgestellt, scheiße, jetzt ist ja keiner mehr da, der den Quellcode danach bearbeiten kann, weil war halt irgendwann so sicher aus den 60er, 70ern. Ja, das ist der Grund, warum die so programmiert haben. Und dann haben sie die gleichen, die sie halt irgendwie 3/4 Jahr vorher mit viel Geld in Ruhestand geschickt haben, mit noch mehr Geld wieder zum Arbeiten bewegt, weil die haben sich halt zwischendurch gedacht, so, Rentner sein ist halt schon geil, so, musst halt nichts machen, kannst lang ausschlafen, kannst chillen. Und also ich bin bei einigen, von denen bin ich mir sicher, dass die Ehefrauen dann mehr dazu beigetragen haben, dass sie wieder arbeiten gegangen sind, als die eigentliche, also die monetäre Motivation. Natürlich. Und Asketo sieht das genauso. Der zum Beispiel, der ist jetzt, ich glaube, 3 Tage die Woche ist er für einen halben Tag als Berater tätig und kriegt halt für diese 3 halben Tage halt mehr, als er vorher für Vollzeit verdient hat. Das war so klasse, als die Freundin meiner Frau damals sagte, boah, seitdem der in Rente ist, will der mir sagen, wie ich den Haushalt zu führen habe. Sagt sie, dabei habe ich das schon die letzten Jahre gemacht. Jahrzehnte, seitdem unsere Tochter zur Welt gekommen ist. Tja, so ist das halt. Männer brauchen dann eine neue Aufgabe. Ja, so war das bei dem Vater auch. Der hat dann seine Hausfrau, die wirklich, also die 40 Jahre lang Hausfrau war, erklärt, wie sie den Haushalt effizienter führen soll. Und deswegen war sie dann auch hart dafür, dass er wieder arbeiten geht, damit sie wenigstens 3 Nachmittage in Ruhe hat. Kann ich verstehen. Solche Sachen gibt's. Männer, die bestimmen wollen, wie der Haushalt richtig zu führen ist. Oder optimaler. Dass man zum Beispiel die Sachen an Geschirr, die man regelmäßig braucht, vorne und unten im Regal drin sind. Und nicht irgendwo hinten ganz oben. Ich meine, das habe ich meiner Frau auch inzwischen verdeutlicht. Und was bei euch auch umgekehrt war, als sie ja heimgekommen. Ist das bei euch, bei deinen Eltern so? Nee, bei dir, weil du bist ja, du warst ja auch länger daheim oder früher daheim als deine Frau. Ja, aber sie hat sich das nicht angenommen. Erst so die letzte Zeit ist sie dazu übergegangen, dass man Kaffeepulver, also die großen Säcke, die ungemahlenen Säcke, nicht vorne unten hinstellt, sondern oben, weil da braucht man nur alle 4 Wochen mal dran. Aber wer bin ich schon? Sie hat es eingesehen. Mordfustang. Wir nehmen jedes Moin Moin an, auch ein verspätetes. Alles gut.
So, ach so, ja, stimmt. Hätten wir mal machen können. Ich zoome mal den Chatbot raus. Den Streambot. Da war doch noch was. Sit. Ich habe noch gar kein Giveaway rausgesucht. Sekunde, Ben. Müsste man mal gucken. Magaike. Eine Waguhr. Wir haben noch die Wettmark dazu, die passt von der Größe. Aber die Wago ist doch keine Wettmark und umgekehrt. Nee, aber von der Beliebtheit. Und was haben wir noch? Du guckst da vorne dran, da sieht man nicht genau, was du noch hinten dran ist. Das kann man ändern. Schabup. Prorola, Rapture, Stratios, Rexora. Irgendwas Mining-mäßig. Oder nur eine Prowler. Prowler ist auch cool. Irgendwas Ziviles hätte ich noch gesagt. Dann machen wir das. Prowler oder was auch noch. Ansonsten. Ja, Prowler. Ja. Dann haben wir. Sit. 4 Skins im Töpfchen. Ob wir alle raushauen heute, weiß ich nicht. Aber die gehen raus. Welche zuerst? Das soll der Chat entscheiden. Was wollt ihr? Karakal, Prowler, Wagu oder Wettmark? Sagt an. Wer zuerst den Chat, den Schiffsnamen schreibt, den nehmen wir. Einer von den vier. Karakal, Wettmark. Okay, Herr Baris hat als erster geschrieben. Dann können wir danach die Prowler nehmen. Und ich bereite dann den. Irgendwas um mich herum knallt und zischt. Aber ich krieg nichts mit. So. Dann mache ich den jetzt mal auf. Das war die Wettmark. Wettmark! Jeder nur ein Kreuz. Fupp. Nee, das ist falsch. Ist der falsche Chat? Dann mache ich das anders. Habe ich wieder mehrere Chatfenster auf? Hallo? Nee. Das Fenster. Egal. Ihr wisst, es... Ausrufungszeichen Ticket und ihr seid dabei. Warum kann ich denn da nicht den Chatbot, den... Ist doch falsch. Hallo? Verstehe ich nicht. Da muss ich da zwei offen haben. Ihr nehmt schon mal dran teil. Ich finde irgendwann den zweiten Browser. Dabei ist nur einer da. Komisch. Warte mal. Zum Quentor ist ganz einfach. Prowler. Prowler, genau. Weil der die kleinste Signatur von allen hat. Mhm. Angenehm großen Laderaum. Kannst einen Insta-Warp fähig machen, wenn du genug Geld drauf schmeißt. Das ist ein Schiff, was cloaky ist. Nullified und Insta-Warp fähig. Ich versuche dann derzeit mal. So. Keine Ahnung, wann noch ein alter Ding. 10 Leute, 10 Tickets. Da geht noch mehr. Wenn du allerdings auf Optik und Skin stehst, musst du die Crane nehmen. Weil für die Prowler gibt es keine gut aussehenden Skins und Schiff ist halt auch so ein Mii. Aber es tut seinen Job und das ist sehr gut sogar. Gucken wir uns noch die Info an. Damit wir den Skin aussehen, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. So.
Und Mission zu Ende. Cargo-Container geleert. Der hat damit nichts zu tun. Wir sind schon in der nächsten. Wo sind wir? Bakrieg, glaube ich. Oh. Ja, wir sind Bakrieg. Dann robbe ich dich einfach mal ganz dreist an. Ich habe mal 3 Fittings für Crane, Viator und Prowler reingeschmissen. Wie gesagt, Prowler ist mein persönlicher Favorit. Ich bin in Twink. Die rote Biene ist da. Oder steht Red Biene für eine Garnelenart? Die gibt's auch, die so heißt. So, ich bin anwerbbar. Ich bin gleich da. Ich habe noch die Prowler und die Viator für wenn man genug Geld drauf schmeißt, reingepostet. Also wenn ihr euch das Fitting holt, dann seid ihr halt alles. Kostet aber halt dann auch entsprechend mehr. Wobei ein Großteil halt auf den Pot zurückgeht, der nicht gerade günstig ist. Die Norpors? Ja, die paar ist. Man kann es auch mit 2B fitten. Ja, das ist halt der Pot, der das so teuer macht. Aber allerdings kann man das dann halt, also beide Schiffe mit dem gleichen Pot fliegen. Der Snowman-Set, ja gut. Wenn es mehr nicht ist. Außer Ice Cream Man hat das Nama, die Tilinka. Was soll ich denn hier schon wieder? Schnäppchen. Also das Nomad-Set ist eines der ersten Implantate-Set, wo ich das Mehr an Preis sich wirklich gerechnet hat. Wenn ich mit der Fenrir als mein Standard Capital Transporter im Highsec, wenn ich anstelle von 35 Sekunden in fast 15 Sekunden in den Warp gehe, ist unbezahlbar. Schneller im Warp, bevor die Bumper mit ihrer Machariel da sind. Wie kann der so schnell in den Warp gehen? Drei Inertias rein und das Nomad-Z. Und die Fenrir ist auch diejenige, die, wenn auch zu Lasten des Frachtraums, am schnellsten im Warp ist. Ist einfach am schnellsten im Warp. Und das ist das, was ich haben möchte im Highsec. Im 00 als Sprungfrachter wäre es bei mir die Rear. Ist doch, ne? Ja. Weil da geht es um Frachtgröße, da ist Wendigkeit und Agilität uninteressant. Das Ding ist halt, wenn man davon, von der Größe des Frachtraums redet und den Unterschieden. Also die Fenrir und die Providence, die haben beide maximal auf Cargo gefittet 1,12 Millionen Kubikmeter. Die Obelisk 1,139 und die Charon hat 1,2. Ja. Das heißt, es sind halt 80.000 Unterschied, aber du bist halt zwischen 6 und 8 Sekunden schneller im Warp. Dankeschön. Und wenn du das über die Strecke siehst, ist es halt unbezahlbar. Guck mal, was ich bekommen habe. Oh, das sieht aber scheiße aus mit dem grünen Rand am Teller. Ein Stück Kuchen. Ja, die Viator kannst du auch nehmen. Die Viator nimmt sich da nicht viel. Aber du hast ja gefragt, was mein persönlicher ist. Viator habe ich auch auf 3 Chars, glaube ich. Ich habe auch die Crane auf einem Char. Allerdings habe ich das deswegen gemacht, weil der Char eigentlich die Charon fliegen können sollte und deswegen ja Kaldari eh schon hat. Dann habe ich gedacht, gut, dann machst du halt die 3 Tage Umweg und dann
kann er halt auch einen Cloaky-Frachter fliegen. Geht halt gefühlt nichts rein. Das ist aber halt auch wieder so eine Geschichte. 12.500 versus 13.070 oder so. Nagle mich jetzt nicht auf einen einzelnen Kubikmeter fest, aber so ungefähr ist der Unterschied. Prowler da die kleinste Signatur, das heißt, dauert am längsten, die aufzuschalten, was da beim Cloaky-Schiff nochmal so ein extra Bonus ist. Mhm. Da ist halt dann die Crane am schlechtesten, weil die hat 15% mehr Signatur und 15% mehr Signatur ist halt 15% schneller aufgeschalten. Waldeck, lern doch einmal Kuchen essen. Du isst nicht mit dem T-Shirt. Bist du vielleicht eine Bakterie, die ich einfach reinlegen muss oder so ein Fedo einfach drauf und passt schon? Du kannst mir den Kuchen nicht madig machen. Nein, das geht nicht. Lecker. Hab ich dir schon gesagt, Schatz, dass deine Haare gut aussehen? Danke. Jetzt schmatzt er hier ins Mikrofon. Bruce Lee abgeschmatzt Meme incoming. Ich lasse aber den Mund zu. Es ist, keine Ahnung, 15 Jahre her, das war mal so ein Hype mit abgeschmatzt und Bruce Lee. Wer hat hier abgeschmatzt? Keine Ahnung. War das nicht abgeklatscht? Aber das immer zu erklären, das ist so Stufe 15 Meme. Da, okay. Muss man immer zu viel erklären. Hat was von Apfelkuchen und Käsekuchen mit Mandelstreusel obendrauf. Mandelschnitze und irgendwas obendrauf. Muss ich gleich noch wegspritzen. Die Streams werden jetzt übrigens auch wieder regelmäßig bei YouTube hochgeladen. Wer es also zeitlich nicht schafft, um diese Uhrzeit online zu sein, einfach mal bei YouTube gucken. Was? Schade nicht. Feinde! Okay. Ha, danke, Matti. Ja, das ist wieder die Mission, wo du was von den Transportern brauchst oder eher nicht? Da braucht man die Militants aus irgendeinem, also ich glaube aus dem letzten von der Gruppe da an der Wolke oben. Okay. Könnte ich noch einen aufschalten? Nee, mir geht nicht. Und genau, in den Transporter sind nur Drogen oder sowas drin. Machen alles kaputt. Schnöder Mammon. 13 Tickets sind gekauft worden für den Fitmark-Skin. Ausrufungszeichen Ticket. Werde in wenigen Minuten lösen. Auslösen. Hallo Lex. Ausrufungszeichen Ticket. Lex, ich glaube, du stehst da noch nicht drin.
Zumindest wenn du Eve spielst. Doch, doch. Vite, grüß dich, dir auch ein fröhliches Mahlzeit. Drops hatte ich Ben gefragt, gibt es momentan nicht. Aber ich freue mich auf Winter Nexus. Das wird wieder schön. Als nächstes kommt ja jetzt erstmal die Vanguard-Veröffentlichung nächste Woche Donnerstag. Ich hoffe, die gibt es auch für den Mac-Client. Weil so sicher bin ich mir da nicht. Ich bin mir auch nicht sicher. Worüber ich echt sauer wäre, wenn sie den Mac-Client einstellen würden. Aber das kann ich mir nicht denken, denn ich weiß, dass der Mac im... Achso, er lädt nach. Ich denke, warum schießt die Sau nicht? Tritt ihn immer auf die Taste. Denn in Deutschland werden weniger macOS-Rechner betrieben und in den USA deutlich mehr. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass die den Leuten da ihren Mac-Client abnehmen. Aber Linux haben sie auch eingestellt, oder? Linux haben sie schon lange eingestellt. Meine ich doch. Also ich wäre da zum gegenwärtigen Stand echt sauer, wenn sie es machen würden. Aber viele der Amis... Ach, dann kannst du ja noch einen Windows-Rechner einrichten. Ist doch auch schön. Ach, damit würde ich mir eigentlich gerne Zeit lassen, wenn es dann zwingend sein muss. Für Eve würde ich das natürlich machen. Also bei mir, Helvaris, läuft momentan alles über Mac. Der Stream, also OBS und die Clients hier, bin ich ziemlich zufrieden mit inzwischen. Was mir so sehr gefällt, ist, dass nicht jedes Grafiktreiber-Update oder Windows-Update mir die Audioeinstellungen zerreißt. Für jemanden, der nur zockt, ist das egal. Der braucht ja nur den Standard-Audio. Aber als Streamer... Wie viele Streamer kenne ich, die ewig am Janken sind, weil irgendein schlecht programmierter Treiber und auch die Grafiktreiber gehören dazu, ja, ständig in den Audioeinstellungen herumfuscht. Ich weiß es nicht. Ich bin es halt nur leid. Es ist bei mir so, ich kenne Windows seit der Version 2.0. Ich habe das lange ertragen und lange erduldet. Heute bin ich auf dem Stand, dass ich sage, ich habe die Schnauze voll von der Fummelei. Ständig muss ich hier was drehen, da wieder einrichten, da was einstellen. Und das bin ich einfach leid. Ich bin zu alt geworden für ein offenes Betriebssystem. Die Kiste rennt. Was soll ich sagen? Ich finde, jedes Betriebssystem hat seine Vor- und Nachteile. Es gibt gute. Für einen Server, für Linux, für ein Serversystem würde ich immer Linux nehmen. Debian Linux. Da braucht man auch keine Konsole. Braucht man nur eine Konsole, keine grafische Benutzereinsicht, keine grafische Benutzeroberfläche. Einfach Konsole. Debian Linux. Perfekt. Für Zocker, wo die Hardware relativ günstig sein soll, kein Problem, nimmt man ein Windows-System. Und für die Leute, die einfach nur keinen Bock mehr haben, sagen, dass die Kiste soll nur funktionieren, die können sich dann den Mac nehmen. Siehste, das ist etwas...
in jungen Jahren habe ich so gerne rumgeschraubt an den Kisten. Ich habe alles eingesetzt und gemacht und getan. Ich weiß nicht, warte, in welches Jahr muss ich zurück? 1993 habe ich bei einem Computer-Discounter gearbeitet. Und da war dann ein Kunde, ein Gerichtsvollzieher. Und der hatte seine Daten-Backups. Damals gab es, weiß ich, wie sie hieß, das sind so Streamer-Bänder gewesen, so kleine Dinger. Die wurden in den Floppy-Bus eingeschliffen. Also in den Bus, in den Datenbus, in dem Flachbandkabel für Disketten-Laufwerk. Und er kam an und sagte, ich kann meine Bänder nicht zurückspielen. Und wir haben gerätselt und gerätselt. Die ließen sich nicht zurückspielen. CRC-Fehler. Wieder Backrick? Nee, ne? Ben? Nö. Es ist das, was ich schon seit Jahren kritisiere, dass man nie weiß, wo sein Loot ist. In dem Fall muss man es tatsächlich aus den Frachtern rausfriemeln. Hallo Nachbar. Ja, aus den Transportern rausfriemeln. Okay. Und der stand im Schlauch, der musste die Sicherungen haben, weil da seine Gerichtsvollzieher-Sachen drauf waren. Wir haben getüftelt, der ist mit der Kiste vorbeigekommen, wir konnten nichts machen. Sagen Sie mal, Herr, Punkt, Punkt, Punkt. Haben Sie einen neuen Treiber installiert? Damals waren die Cirrus Logic Grafikkarten günstig und in. Da sagt er, ja. Grafikkartentreiber habe ich aktualisiert. Ich sage, wir machen jetzt mal was. Wir schmeißen den alten Treiber wieder drauf. Entschuldigung, dass ich geklatscht habe. Die Bänder ließen sich wieder zurückschreiben. Was zum Fick macht der Grafikkartentreiber im Floppy-Bus? Das war 1992, 93. Was machen Treiber heute? Das habe ich erlebt. Der Kunde war verzweifelt. Er war nicht böse, nicht sauber, der war verzweifelt. Was hat die Grafiktreiber im Floppybus zu tun? Nichts. Das Problem, Windows ist ein gutes OS. Es ist gut. Es ist halt offen. Jeder Grafikkartenhersteller, jeder Hardwarehersteller programmiert seine eigenen Treiber. Und da sitzen nicht immer die kompetentesten Leute. Und da werden Fehler gemacht. Und es gibt auch Leute, die machen Treiber, denen ist scheißegal, was dann passiert rundherum. Und das ist das Problem. Das Windows selbst ist nicht das Problem, sondern die schlecht programmierten Treiber. Und wenn Windows mal ein Update oder ein Patch rausbringt, kann das auch kacke laufen. Es ist halt so. macOS ist ein geschlossenes System. Die wissen, welche Hardware in welchem Rechner drin ist. Und das können die nur mit der übertragenen Seriennummer wissen. Die wissen ganz genau, was da steht. Und das macht natürlich wenig Arbeit, wenn man dafür einmal ein Setting erstellt hat, dann gibt es da keine Probleme. Dafür ist man dann halt nicht so flexibel mit der Hardware. Ist halt so. Und ich bin einfach, ich sag, es funktioniert einfach. So, jetzt machen wir die Verlosung fertig. Muckenmacken. So, jetzt lass uns mal die Verlösung losen. Nein, da wollte ich hin. Claudia! Zuerst mal immer wecken. Zauberfee! Glücksfee! Die ist halt 30 Minuten offline. Ah, okay, kein Problem. Also, ohne was zu tun. Kein Problem. Genau. Verlöte mir den Skin. Giveaway wird geschlossen. Jetzt noch Ausruf und zeigen Ticket. Der ist mit drin. Die auch. Oder es auch. Und alle, die sich angesprochen fühlen. Ups, ist das noch reingerutscht? Genau. Superdrache ist gerade noch mit reingerutscht.
Und ja, Ben, schwinge dich in dein Tütü, schwenkel. Nein, das hört sich weird an. Sag einfach Simsalabim. Simsalabim. Jamaika, Niklas. Herzlichen Glückwunsch. Dieser Skin gehört dir. Fair und recht gewonnen. Schreib mir eben deinen Char-Namen in den Chat. Die Bettmark. Herzlich gerne. Oder ein Ping im Baldeck-Channel geht auch, wenn du online bist. Jetzt ist das der Fluch, wenn der Char-Name, den man verwendet, ganz kompliziert ist, muss man den ja... Also, das ist leicht. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Warte mal, habe ich dich da nicht noch... Nee. Machen wir wieder per Copy and Paste. Jetzt vorne ein doppeltes J drin. Ja. So, hoch. Ah. Fehlt da jetzt was? Oh, ich habe versehentlich. Sorry. Ja, jetzt passt. Tut, tut. IGM ist immer noch nicht eingerichtet. Sorry. Ich komme einfach nicht dazu. Rentner immer. Mit ihren Ausreden. Und geht raus. Dann war vorhin in der Liste der nächste Skin, die Prawler. Kann ich mich dran erinnern. Ich bereite den nächsten. Eigentlich gar nicht so hässlich. Finde ich. So, jetzt mal ganz kurz gucken. Oh, ihr seid schon weiter. So, jetzt der Chatbot. Sag mal so, die Prawler sieht nicht schlecht aus, aber die Crane, die kannst du halt auch zum Posttransporter umbauen. Ja. Ist gerade mal ein Waldeck Channel reingeschmissen in Skin. Kommt gleich. Und Prowler Giveaway Scope Skin ist gestartet. Ist alles offen? Frag ich mal. Ist alles offen und überall der Tackle entfernt. Ach, lohnt sich das noch durchzufliegen? Gute Frage. Gerne nicht lassen. Sag mal ja. Du sagst mal ja. Ich sag mal ja. Und ich esse jetzt das zweite Stück vom Kuchen. Also, den Happen. Zu. Bevor er warm wird. Ja, wäre furchtbar warmer Kuchen. Wer will schon warmen Kuchen essen? Ach, das ist ja schon ein... Stimmt, brauche ich nicht. Gate. Hatte schon die ersten Gegner aufgeschaltet. Da fiel mir ein, ach ja, geht. Niklas, du bist schon drin.
Da. Sofort Rache, danke fürs Folgen. Und zurück zu Yves. Schießt nicht auf mich, ich bin lieb. Mordfuß. Ihr könnt übrigens auch gerne folgen. Hier, bitte, danke. Mordfußdang, du stehst auch drin. Bekommen aber die letzten 10 angezeigt. Danke, dass ihr mir noch was übergelassen habt. Ja, was ja Sharing ist, Caring und so. Aber du kannst mal im Wallet-Channel auf den Crane-Link vom Skin-Post drücken. Ja. Ich muss erstmal den Namen lesen. Kuri Shima, grüß dich. Da tun wir das. Du meinst den Skin, ne? Mhm. Weil der sieht halt hart nach deutscher Bundespost aus. Schwarz-Rot-Gold. Ist mir mal teil, das denkt sich halt so, für was Verkleidung, das passt doch auch so. Und Kaldari ist halt kompakte Masse. Ja, oder wie eine DHL-Packstation, ja. Genau. Legen Sie Ihr viel zu großes Paket in dieses kleine Fach. Ja, viel geiler ist ja, wenn dein Zeug in der Packstation am Arsch der Heide landet. Also Versandhandel ist ja das Konzept, du bestellst was, damit es bei dir landet und nicht irgendwo in der Walachei. Ja, ich habe unseren DHL-Boten letztens auch zusammengefaltet. Der Penner hat nicht mal geklingelt. Nee, dann besteht die Gefahr, dass du aufmachst und sagst, ja, zweiter Stock. Und da haben die keinen Bock drauf. Haben den Aufzug, erster Stock. Übrigens bei der Bussard, bei der funktioniert tatsächlich mit Packstationen, weil die hat einen Flottenhanger. Mission zu Ende? Valek Channel, Skin, gleiche Fraktion, Deep Space Transporter, Start Blockade Runner. Brustart. Ich hätte jetzt den falschen erwischt. Nö, den richtigen. Die sehen sich sehr ähnlich. Ziemlich. Nur bei der Crane sind die Fächer quasi horizontal und bei der Bastard sind sie horizontal so. Ah. Ah. Könnt ihr mal was zum Nutzen zur Nutzung von E-War Drones sagen. Ich nutze nur sehr wenig E-War Drohnen. Also eigentlich gar nicht. Problem ist halt, dass die. Also bei den E-War Drohnen hast du also von Seiten CCP ist das Problem. Entweder sind sie nutzlos oder OP. Und CCP hat sich für nutzlos entschieden. Also wir können gern mal die Gruppe der E-War-Drohnen durchgehen. Das sind ja eigentlich zwei Gruppen,
weil wir haben ja die Combat Utility Drones und die Electronic Warfare Drones. Combat Utility ist im Endeffekt alles, was mit Energy Noid zu tun hat. Also Ecolite EV300, Infiltrator EV600 und Britator EV900. Ich schmeiß dir mal Waldeck Channel. Wenn man sich die Stats anschaut, die ist zwar schnell, also hohe Basisgeschwindigkeit, macht aber nur 5 Gigajoule Noid. Es sind zwar auch 25, wenn man ein volles Squad dran hat, aber 25 kommt halt darauf an, auf was da drauf ist. Da musst du halt schon einen richtigen Schwarm haben. Und wenn du einen ganzen Schwarm von Drohnen hast, dann macht halt DPS schon mal mehr Sinn als Energy Noid. Und das Gleiche zieht sich halt durch alles, also durch alle anderen Drohnensorten durch. Also wenn ich mir die, was sind wir, hier die Warrior reinschmeißt, die Webben, haben 5% Webbonus. Das heißt, das ganze Squad macht theoretisch 25%. Natürlich mit Stacking-Abzug ist es weniger. Glaube ich 19 oder so. DPS macht halt in vielen Fällen einfach sehr viel mehr Sinn. Es gibt nur eine Sorte Drohnen. Alle Schiffe, die einen Bonus auf die Drohnen haben, haben dann einen dicken Malus auf irgendwas anderes, was die ganze Geschichte dann wieder, warum sollte ich dieses Schiff nehmen, reduziert. Also die einzigen Drohnen, die ich verwende, sind ECM-Drohnen, die die Aufschaltung negieren. Also ihr seid unterwegs, fliegt durch Slow, ein Schiff tackelt euch und den nimmt er und dann schickt er da die Drohnen drauf, damit die Aufschaltung verschwindet, damit ihr wieder in den Warp gehen könnt. Das sind die einzigen, die ich verwende. Und das auch nur für die Sonesis. Gibt kein Warp Disruption. Es gibt es Weblification, das sind die, die ich gerade gesagt habe. Das Problem ist, also das grundsätzliche Problem, das sich durch alle Drohnen durchzieht, ist, ich habe ja diese SW300 reingeschmissen, die halt 5% haben. Wenn man jetzt sich die Berserker anschaut, die SW900, haben die 20%. Das Problem ist, die sind aber nur 1500 Meter pro Sekunde schnell. Das heißt, bis die mal was webben könnten, ist das, was man webben möchte, weg. Weil schneller. Und macht noch weniger das Sinn. Das zieht sich halt durch das komplette Konzept von den Drohnen. Die Drohnen, die was können, sind zu langsam, um das, was sie können, anzuwenden. Und die Drohnen, die schnell genug sind, die können nichts. Schande, Seamus. Schäm dich. Sowas aber auch. Vielleicht werden die irgendwann mal sinnvoll werden. Entschuldigung. Dass man die Drohnen wieder verwenden kann. Ja, das Problem ist halt, wenn du die aber Jungfrauen nöten? Stärker machst, dann sind sie halt gleich OP. Jungfrauen. Also wenn ich jetzt die Berserker mit 20% Web auf die Geschwindigkeit hochpacken würde von den Warriern, die 2-4 fliegen, plus die ganzen Schiffsboni, dann sind die bei 5. Dann habe ich halt 5 Drohnen, die jeweils 20% Geschwindigkeitsreduktion verursachen. Das macht dann gar keinen Spaß mehr, dagegen zu kämpfen. Und das ist das komplette Problem, was du bei all diesen E-War-Drohnen hast. Dass sobald es halt irgendwie Sinn macht, die Drohne einzusetzen, ist es halt schon wieder OP. War doch gerade noch eine Spider-Drohne.
Lass mich raten, du hast die Jungfrau an Bord. Liefer sie bitte auch als Jungfrau ab. Zu spät. Immer das Gleiche mit dir. Pff, die Honks sind noch ein Klon-Thema erledigt. Spider-Drohne ist weg. Da können die Hornets wieder rein. Ja, die Drohnen sind eine ewige Baustelle. Das Einzige, was halt, ich sag mal, so halbwegs Sinn macht, sind halt die EC-300 beziehungsweise die EC-600. Die kann man so als Escape-Plan Leuten ins Gesicht schmeißen, um abzuhauen. Das sind die Hornet ECM, ne? Die kleinen. Das ist Hornet und Vespa mit ECM. Das ist aber halt tatsächlich das Einzige, was so irgendwo wo Sinn macht. Weil die halt dann, also wenn du halt getackelt bist und willst nicht getackelt sein, dann drückst du dem Gegner das Ding ins Gesicht und sagst so, geh weg. Und irgendwann greift halt dann das Jammen von den Drohnen und dann kannst du halt wegwarpen. Und dann bist halt safe. Wenn sie greifen. Wenn sie halt, wenn du mal mehr als einen Gegner hast, dann kannst du das Ding halt auch vergessen, weil dann bringen sie auch nichts mehr. Ich werde beschießt. Zwei Treffer platt. Die Machers halten auch nichts aus. Sowas aber auch. Einmal. Zweimal. Bumm. Es war auch mal anders. Einmal. Zweimal. Ah, fast. Diesmal noch einen dritten Cycle. Wie ungünstig. BB, Herr Baris. Sowas aber auch. Die paar Schlachtschiffe kriegen wir auch noch weg. Nein, ich werde mich jetzt nicht bewegen. Das schaffen wir auch so. Ich muss zwischendurch mal nach Claudia rufen. Claudia! Ich nehme mal, dass das Telefon sie da raus. Ach ja, stimmt. Genau, da hat ja das Telefon geklingelt. Telefonier weiter, lass dich nicht stören. Oh nein, einem Modul sind die Ladungen ausgegangen. So, nächste Mission ist Joramold. Oh, lass mich noch eben die paar. So, eh am Nachladen, kannst auch rausfliegen. Es ist nachgeladen. Ja, okay, Joramold. Krummel, krummel, krummel. Ich hätte doch noch so gerne. Doch noch etwas an meinem Schild geknabbert. Haben wir jetzt Hirnblutung in der Mission belassen? Flieg da mal raus, wenn du alleine bist. Ich
gar nicht dran gedacht. Hoch, was ist das denn? Und schon bin ich in Joramold. Und folge Ben in den Warp. We have to go deeper oder so ähnlich. Ja. So. Drohnen, die sich aber lohnen, zumindest wenn man nicht immer zu zweit unterwegs ist, ist die Reparatur, also Logistikdrohnen. Also wenn man einen Resistenztank sich baut und dann sich gegenseitig zum Beispiel Heavy Shield Maintenance Bots auf sich drauf packt, dann hat man einen Tank von 72 HP durch die Drohne, weil die nämlich alle 5 Sekunden bei 5 Drohnen und so weiter und so fort. Mathe könnt ihr selber. Rechnen? Hä? Hey. Schmettere er doch mal sein Simsalabim raus. Simsalabim? Entschuldigung, ich habe vergessen, das Giveaway zu schließen. Schmettere er jetzt das Simsalabim raus. Simsalabim? Kelbaris, herzlichen Glückwunsch. Du kannst nicht teilnehmen, du hast mich schon gewonnen. Tja, Pech gehabt. Sowas, sowas aber auch. An welchen Char dürfen wir dir denn das gute Stück kredenzen? Waldig Tunnel gemeldet. Jo. Juppie. Und dann machen wir noch einen Schnellschuss vor 17 Uhr. Viel Spaß mit dem Skin. Wir hatten lange keine Karakal. Ich habe nur Vago gehofft. Bestimmt ein Running-Schiff. Ja, okay, dann können wir auch die Vago nehmen. Wie ist das Latte? Es sind noch ein paar da. So ist nicht. So, dann mache ich den Bot mal eben weg. Sekunde. So. Immer nur ein Ticket, denkt dran. Also nur Ausrufungszeichen Ticket. Jeder nur ein Kreuz. Ja. Es gibt keinen, wer. Übrigens gerade ein schönes Beispiel. Problematik Drohnen versus Spider-Drohnen sieht man gerade hier. Da rennen nämlich gerade Hirnblutungsdrohnen ganz verzweifelt hinter der Spider-Drohne her. Und kriegen die nicht, weil die noch in so einem
OP-Orbit um mich rum war. Okay, ich muss erstmal wieder zurück zur Icecream hin. Jetzt hat sie sich entschieden, wo sie mich orbitet und zack, ist sie tot. So, es war auch. Was mussten wir hier machen, außer die Missile-Batterien zerstören? Ja, wir mussten die Missile-Batterien nicht zerstören. Wir mussten hier zwei Schlachtschiffe töten und das looten, was hier 20 Kilometer vor mir im Container liegt. Okay, dann mache ich jetzt trotzdem die Missile-Batterien kaputt. Ist ja nicht so, dass die ewig bräuchten. Nö. Und sie machen Feuerwerk. Genau. Die platzen immer so schön. Machen bum bum. Was mich bei der Explosion übrigens so ein bisschen irritiert, ist, dass die immer auf der Hauptebene explodieren. Findest du? Also taktische Übersicht, Hauptebene und genau darauf ist dann immer dieser Ring der Explosion. Sich mir nicht erschließt, weil dreidimensionaler Raum rein zufallsverteilungsmäßig müsste doch auch mal andersrum. Also ich sag mal so, das ist die Ebene hier. Und die Explosion von dem Ding da oben war da oben. Und okay, da sind sie. Bei mir sind sie auf gleichen Ebene. Weird. Liegt vielleicht an der Grafikeinstellung. Naja. Kann ich es mal da sagen? Mini-Core-Einstellungen, Hauptebene, weil der wird es auch wieder auf Hauptebene. Ne, runter und drüber. Aber es ist jetzt eh nichts da, was zum kaputt machen. Weil hier die Felsbrocken, die hier so sehr motiviert herumstehen, die sind ja auch auf verschiedenen Ebenen. Ja, aber die stehen eher so ein bisschen demotiviert rum. Die Premium-Missionsdeko. So ist das. Aber da sind sie ja auch dran. Ich habe ja echt die harte Hoffnung, dass durch diese veränderten Tools, die sie sich jetzt gebaut haben, dass da auch coolere Missionen kommen. Ja, sie haben im Backend ziemlich viel gemacht. Haben sie zwar Jahre für gebraucht, aber ich erinnere mich an die EVE-Partner das erste Jahr. Da war ja alles so ein bisschen vom Zufall bestimmt. Das war so ein gruseliges Chaos. Und da konnten die Community-Betreuer auch nichts hören. Das war halt einfach verbuggt. Alleine das Tool, wie die Skins und wann sie ausgespielt werden. Oder für die Spielzeit. Jo. Ich habe das jetzt mal übergeben, die bekommt jetzt Spielzeit zukünftig von Silos. Silos, ein paar Wochen später, hier habt ihr eure Spielzeit. Wir haben unsere schon bekommen, aber danke. Hätte niemand was gesagt, hätten wir die doppelt kassiert. Nee, aber das Problem ist für die Unehrlichen, das sind wohl immer die Ehrlichen. Die machen alles kaputt. Dabei hätte nichts gesagt werden müssen. Obwohl, einen Monat haben wir dann gratis mal bekommen. Zwischendurch. Ja, deswegen ist doch das Ganze, ist doch alles Schepp. Deswegen kriegen wir doch immer einen Monat neben dem Quartal die Belohnung anstatt aus Quartal. Ja. Weil eben dieses Verschobene ist. Ja. So, wo sind wir? Wo bleiben wir? Wo gehen wir hin? Mal wieder Backkrieg. Ah. Der Pate fliegt nach Backkrieg. Lunette, grüß dich. Raptor-Drohne ist auch mit dabei. Es kann sein, dass ich den ein oder anderen versehentlich übersehen habe. Aber nur versehentlich. Niemals mit Absicht. Hüpf. Jump on Contact. Und gleich kommt Ben herein, schmettert ein fröhliches Hallo und nimmt uns mit in den Warp. Er ist aber noch nicht da. Blutung ist da. Ben trisselt wieder.
Ja, ich habe mich gerade ablenken lassen. Ja. Das sollst du doch nicht. Wenn es immer noch nicht da. Ja, ich müsste aussteigen und schieben. Im Wurm schwierig. Ja. Vielleicht mal mit den Armen flattern. Flügeln. Oder mal ein bisschen wippen. Das verursacht nur Schwingungen und Bewegungen im Portfluid. Aha. Ist ja kein Smart, den du notfalls durch rhythmische Körperbewegungen fort und zurück bewegen kannst. Aha. Naja. Ich habe meine Frau ja vorhin zum Friseur gefahren und wieder abgeholt. Ich sag mal so, hinterm Haus liegt reichlich Schnee. Und die Auffahrt ist ein bisschen glatt. Da ist wieder eine Frage von Smash für dich. Nee, das ist nur die Sensorstärke von der Drohne, nicht die Gemstärke. Gemstärke ist bei allen 1. Was auch erklärt, warum die so semi-nützlich sind, weil wenn du dir die Vespa anschaust, die EC600, die haben eine Gemstärke von 1,2. Die Vespa habe ich verkauft. Ach, du meinst die Drohne? Ja. Da bräuchten wir ja eigentlich nur Zorn und die Struktur, ne? Und Ulferim, ne, brauchen wir auch nicht. Brauchen wir eigentlich gar nichts davon. Und die Vespa EC900 hat, wer hätte es gedacht, mit Jamstärke 2. Also Basis plus Skills und Dinge. Ja, die arme Ishta kriegt richtig Haue. Aber die Explosionen sehen endgeil aus. Tja, wenn schon sterben, dann gut aussehen dabei. Müsst ihr doch zugeben. So, Zor ist platt. Mission müsste vorbei sein, aber ich werde noch draufballern. Fällt gerade ein Harry Potter Zitat ein. Sie können über Dumbledore sagen, was sie wollen, aber er hat einfach Stil. Ja, der Schauspieler lebt nicht mehr. Das ist bei überraschend vielen von den Schauspielern, die bei Harry Potter mitgespielt haben, so. Es ist der Fluch, ein Fluch. Naja. Hagrid ist auch hinüber. Dumbledore, Hagrid, Snape, McGonagall. Ja. Die hatten schon ihr Alter. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass die da wie heißt das? Es gibt ein Nachfolgebuch, was ziemlich weird und schwierig zu lesen war, was quasi in der Zeit danach spielt. Und das habe ich eigentlich auch nur, dass es irgendwie verfilmen. Allerdings hoffe ich, dass es halt wirklich unter J.K. Rowlings Feder passiert und nicht wirklich so wieder so ein Woken-Mist-Geschichte da, wo Disney dann sich seine Wokeness über in den Film rein erbricht. Keine Ahnung.
Quentori. Wobei ich da gespannt bin auf die Aktionärsversammlung. Quentori, was meinst du mit Blur-Effekt? Hier ist nichts geblurrt. Das macht nur die Tiefenschärfe. Das hast du ausgeschaltet, weil es nervt. Was meinst du? Die Tiefenunschärfe hast du ausgeschaltet, weil sie nervt. Welche Tiefenunschärfe? Was habe ich ausgeschaltet? Die Tiefenunschärfe in Eve. Nicht, dass ich wüsste. Doch. Wo kann man das machen? In Grafikeinstellungen. Fenstermodus 200%, V-Sync. Hoch, 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 hoch. Wo ist denn da irgendwie mit Tiefenunschärfe? Da irgendwo ist ganz unten letzter Punkt. Effekte Tiefenunschärfe. War das bei dir der Haken drin? Ich hab das raus, weil es einfach nur, also vor allem auf der Station ist es nervig. Also auf den NPC-Stationen geht's, aber auf Spielerstationen ist es richtig kacke. Also ich hab's nicht ausgeschaltet, wo auch immer. Also Effekte, das muss der, das läuft hier auf dem M2 Max MacBook. Also ich hab das. Ja, letzter Punkt, ganz unten Tiefenunschärfe. Nee, das habe ich eingeschaltet. Das Einzige, was ich ausschalte, ist Kamera rütteln. Kamera rütteln und das braucht auch kein Mensch. Nee, das macht dich als Zuschauer echt wahnsinnig. Das macht mich auch als Spieler schon wahnsinnig. Ich merke doch, dass ich Schaden bekomme über die eingeblendeten Zahlen. Ich muss dann nicht das ganze Bild wackeln haben. Ja. Oder wenn ich in den Warp gehe, muss es doch nicht wackeln. Ich weiß doch, dass ich in den Warp gegangen bin. Ja, mich macht das kirre, wenn ich das sehe. Das ist so ein betreuter Spieleneffekt. Sieht man am besten in der Station beim Rumzoomen. Ja, Spielerstation. Wenn du da dich hin und her bewegst, dann siehst du halt diese Tiefenschärfe massiv. Und das verursacht auch einen Arsch voll Grafiklast. Flöt. Ja, Asketulus. Aber nur auf Spielerstrukturen, da bin ich selten gedockt. Ja, auf NPC ist halt nicht so viel Tiefe da. Da ist halt. Also ja, du kannst dann jedes Schiff sehen. Das schon. Da, wo, also die Tiefenunschärfe wirkt halt so ungefähr auf. Was ist auf der Hälfte von dem, was du auf der NPC-Station siehst? Ungefähr auf der Hälfte, da ist aber halt nichts, was unscharf sein könnte, weil. Mangels Input. Du kannst ja mal aus Spaß da auf irgendeine Spielerstation, auf die Tatara oder so warpen. Nee, im Moment nicht. Und da andocken und. Ja, da hast du dann mehrere Schiffe, die du siehst, wo du dann, wo das Ding dann hin und her springt. Genau. Und dabei siehst du halt massiv Tiefenunschärfe. Finde ich extrem unangenehm. Aber ich habe auch den Partikeleffekt, den Bell zum Beispiel, aus, weil er mich unheimlich nervt. Ich habe ihn an. Grafik. Ich bin bereit, auf ein paar Frames per Second zu verzichten, bevor ich irgendwas in der Grafik reduziere. Ja, Grafik soll mir war, also soll mir das Spiel angenehmer machen oder das Spiel für mich verbessern. Das sehe ich aber halt irgendwo nicht, wenn einfach nur ein Haufen Dreck im Bildschirm ist. Naja. Ich habe auch World of Tanks immer auf minimalst möglicher Grafik gespielt, weil dann siehst du halt alle viel besser. Ich meine, es ist halt schön, wenn du da Bäume und Büsche und Häuser und alles in 4K siehst. Es ist aber halt viel geiler, wenn ich den Panzer sehe, der sich in den Büschen versteckt. Und da der Busch für mich halt nur so ein paar grüne Futzeln sind, sehe ich halt den Panzer viel geiler. Ja, soll jeder machen, wie er mag. Ich mag die grünen Futzel lieber. Ich sterbe lieber gut aussehend als. So, ich schließe das Giveaway. Richtig, Matti. Ja, ich glaube auch. So, dann schließe ich jetzt das Giveaway. Ausrufungszeichen Ticket, wer noch rein möchte. Sofa Drache noch schnell reingeschlittert.
Und wir nähern uns der 17 Uhr Marke. Das heißt für mich Feierabend. Ich hatte mal geliebäugelt, ein Halbstündchen eher anzufangen, aber 2 Stunden Talk und Unterhaltung zu füllen, das kriege ich gut hin. Ich weiß nicht, ob mehr noch besser zu füllen ist. Geht nur in der Keepstar-Smash. So. Wird jetzt geschlossen. Geschlossene Gesellschaft. Wir gehen geschlossen ins Wochenende. Claudia. Simsalabimse, Ben. Simsalabim, das bekommt's aber von ihrem Stundenzettel abgezogen, ne? Nicht ausgestochen und dann einfach abgehauen. Berbold, herzlichen Glückwunsch. Du hast den Vagor Scope Skin gewonnen. Das gute Stück. Jennes. Freude. Die können da nicht andocken, aber die werden häufig zum Transportieren verwendet. Deswegen stehen die da rum. Dann verrate mir, ich will immer aktivieren, das ist ganz, das ist wirklich, das ist ein Reflex. So, an welchen Charakter in-game darf ich dir denn den Vertrag erstellen? Ah, das ist leicht. Das kann ich. Okay. Vago Scope Scan geht an dich raus. Viel Spaß mit dem Skin. Jetzt sabbeln wir noch ein bisschen. Also der Caracal ist auf jeden Fall das nächste Mal mit dabei. Irgendwann fische ich dann am Montag hier noch ein paar raus und dann machen wir das gleiche nochmal. Und immer wieder, bis ich alle Skins in Yita aufgebraucht habe. Ben, hast du nicht gesagt, die Bastard kommt als nächstes? Wie Bastard? Wieso die Bastard? Bastard. Butzert. Ja, die kam auch. Komisch. Hast du eventuell deine PMs nicht gecheckt? November 10. Buzzards Skin Codes for November. Please check the announcement channel for info about Singularity Access this weekend. Sind die von Björn gekommen? Die ist von Swift gekommen. Weil die Leshak. War das. Seht ihr, so geht der mit euren möglichen Gewinnen um, ne? Swift. Oh ja, das sind doch Buzzard Scope Skins. Jo, dann gehen auch ein paar Buzzard raus. Ein schönes Scanschiff übrigens. Das beste Scanschiff. Naja. Maximum Utility Slots. Ja. Okay. Ich muss noch daran denken, die einzubuchen. Ich habe die einfach übersehen. Ich packe sie mal eben in den. In den passenden Excel-Sheet. Und lade und lade. Ah! Astro Syndicate. Schwupp. STKV. Und schon drin. So. Übrigens, wenn du die 10 Keys oder wenn du 10 Keys und die 20, die du von Swift bekommen hast, einfach nur einblendest, dann musst du die gar nicht verlosen. Es geht viel schneller. Ja, ich weiß. Es geht ratzfatz, sind die weg. Spaß hier, das ganze Verträge machen und nichts kümmern. Ich gehe schon mal manchmal her zu Leuten, die noch nicht so lange streamen, so gerade so ziemlich am Anfang. Und gib den paar Codes rüber, damit die verlosen können. Ich gebe einfach die Skins rüber, weil jedes Mal zu erklären, wo man die Codes eingibt, habe ich keinen Bock. Weder bei Spielern noch bei Streamern noch bei egal wem. Und manchmal poste ich einfach den Code bei denen in den Chat rein und sage viel Spaß. Der erste, der am schnellsten ist, der gewinnt.
Ist eigentlich gemein. Macht man das? Gehört sich das überhaupt? Schon ein bisschen frech. Wieso? Die freuen sich immer. Bis jetzt hat sich jeder Streamer gefreut. Die Sonne geht auf. Baby. Echt, ich brauche eine neue Brille. Wie Theo. Ja, sind wir eigentlich durch. Jetzt lass uns mal gucken, wem wir auf dem Dach sprengen können. Der letzte Raid hat einen User ein wenig sprachlos gemacht. Er war etwas durcheinander, aber er hat sich dann auch wieder gefangen. Spielhaus, Deraphin, Pando. Ja, muss erst mal gucken. Guck selber. Da, wieder da. Hallo Claudia. Ben hat sich in sein Tütü geschwungen und hat simsalabimst. Das geht jetzt mit Feuer. Du kommst jetzt in meiner Arbeitszeit abgezogen, wenn du hier ständig verschwindest. Oh. Wie war das Telefonat? Ach ja, ganz nett, ne? Meine Mama halt, ne? Ja, die Mamas. So sieht das aus. So, Kategorie Eve Online. Nein, nicht Baldur's Gate. So, Spielhorst. Spielhorst hat die letzten paar Male aussetzen müssen, weil ich anderen den Vorzug gegeben habe und dafür bekommt er jetzt den Raid. Wir springen ihn aufs Dach. Spielhorst, nicht Host. Ich bin ein Oh. Doch, nee. Doch, wir springen ihm aufs Dach. Support ist wichtig. Warum verschreibe ich mich denn hier so? Hat er Raids deaktiviert? Kann das sein? Nö. Zuschauer, ich klick drauf. Nochmal neu aufrufen die Seite. Man weiß ja nie, welcher Knick gerade in der Optik ist. Den Knick in der Optik, den habe ich jeden Tag. Ich auch. Aber dass der... Dass der Spielhorst... Nö, geht nicht. Dann machen wir's auf Konsole. Verrat euch was. Der Spielhorst. Jetzt habe ich noch nicht mal mehr eine Chat-Eingabe. Hast du alles wieder kaputt gemacht? Mhm. Nee, das ist der Browser-Client. Besser DuckDuck. So. Ja, danke fürs hier sein. Wir hoffen, ihr habt ein schönes Wochenende. Habt die Zeit genossen. Bei uns gibt es gleich Abendessen, deswegen bin ich nach dem Stream meistens sehr schnell weg. Danke fürs Dabeisein, fürs Folgen, fürs Mitmachen, fürs Zuschauen, fürs Gewinnen. Ben, sag du noch nette Worte? Ja, einen wunderschönen. Am Sonntagmorgen kommt der zweite Teil vom Hacking. Gehabt euch wohl bis nächste Woche. Claudia, du auch noch? Ich wünsche allen ein schönes Weekend. Und erholt euch alle gut und man sieht sich dann Montag wieder in neuer Frische. Nochmal die Konfetti raushauen. Und jetzt machen wir den Raid zum Spielhorst, der übrigens Udo heißt. Keine Ahnung, wie er auf Spielhorst gekommen ist. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Und wir gehen rüber mit ein paar Zuschauern, 32. 31, 34, 35. Ah, oh, das ist schon in Ordnung. So. Endcard.